die Ohren hast. Ja, verstanden. Und ja, es ist super, dass du da bist. Und wir haben ja viel Zeit, die wir miteinander verbringen im Moment. Und ich würde sagen, wenn du magst, teilst du unsere Folie einfach. Ja, sieht man schon den Präsentationsmodus? Yes. Perfekt. Super. Ja, Genau. vielen Dank, Christine, für deine einleitenden Worte. So die ersten zwei Folien mache ich ja. Es ist auch sehr schön, den Vortrag mit dir zu teilen. Es hat so die letzten zwei Jahre mein Leben sehr bereichert, die Zusammenarbeit mit dir. Und ja, es ist schon erstaunlich, wenn wir jetzt heute diesen Tag viel über Krebs reden, dass wir in unserem Vortrag heute eigentlich gar nicht so viel über Krebs reden wollen. Ja, ist eine Sache, die noch wichtig ist. Letztes Jahr oder dieses Jahr hat sich bei dem amerikanischen Selbsthilfeverband, dem Fanconi Anemia Research Fund, ein Cancer-Konsortium gebildet oder also gegründet und ja, die Deutsche Fanconi-Hilfe oder auch gerade wir mit unserem Projekt sind da ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und es ist auch sehr schön, weil es sind ja noch ein paar neue Familien dazugekommen. Was ist das Projekt, Christine? Du sagst mir dann einfach, wann ich weitermachen soll. Genau, mach einfach mal weiter, genau. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was für Folien als nächstes kommen. Gehen wir das ganz gelassen um, genau. Also Ja. ihr seht hier ist einfach so die grafische Darstellung von dem Projekt, das ich erwähnt habe, das mit Ralf und Eunike in 2006 begonnen hat. Ich glaube, du warst gleich von Anfang an dabei, gell, Eunike? Ja. Ja, genau. Und da gab es so die ersten Rundfahrten. Und die Frage, die euch bewegt hat damals, war, es gibt ja in der Prävention von Tumoren, wir Frauen kennen das alle, wenn wir zum Gynäkologen gehen, einfach so ein Abstrich sozusagen. Und die Fragestellung von euch war, ist es denn eigentlich auch möglich, mit so einem recht simplen, einfachen, wenig invasiven Abstrich ganz früh auch zu erkennen, ob es Veränderungen der Zellen zum Beispiel im Mund gibt? Und das war so eine Frage, die eigentlich euch ganz lange bewegt hat. Und habt da viele Aktivitäten unternommen. Erste Rundfahrten einfach mal so in Deutschland rumgekurvt, den Kreis erweitert auf Europa und dann auch in Amerika. 2007 gab es dann einfach auch die offiziellen Einladungen zu Fanconi-Anämie-Treffen in verschiedenen Ländern, wo ihr praktisch nicht einzelne Menschen und einzelne Familien gesehen habt, sondern große Gruppen an Menschen. In 2009 haben sich dann auch Kliniken bereit erklärt, euch einzuladen. Ich glaube, das war überwiegend zu Spanien und Italien da unten die Länder und Brasilien, gell? Und da hattet ihr praktisch der Personenkreis wurde immer größer. Und 2013 hat dann auch der amerikanische FAF, den die Eunike erwähnt hat, die amerikanische Gruppe sich bereit erklärt, an den dann doch immer teurer werdenden Kosten zu beteiligen und ist da auch sozusagen mit eingestiegen. Ich habe das jetzt total schnell zusammengefasst. Ihr seht ja schon von 2006 bis 2013 sind wahnsinnig viele Jahre, wahnsinnig viele Kilometer, die gefahren wurden, wahnsinnig viele Menschen, die ihr gesehen habt, getroffen habt, in Münder geschaut habt, Bürsten einfach abgestrichen habt und sozusagen als Laien, weder Eunike bis zur Ärztin, aber keine Zahnärztin, insofern dann erstmal so ein Laiengebiet für dich und auch für Ralf. Habt ihr gedacht, so ganz pragmatisch, wir gehen das einfach mal an und sammeln da die Bürsten und gucken uns die einfach mal an. Und Martin sitzt ja auch mit im Zuhörerkreis, den werden wir dann gleich anschließend hören. Der hatte das dann, das Ganze sozusagen am anderen Ende dann analysiert und angeschaut. Und ich mag es jetzt ganz plakativ. 2020 wurde dann das Paper veröffentlicht. Ihr habt 1.200 Menschen, stimmt das, getroffen, gesehen? 1200 Läsionen in tatsächlich knapp 1000 Menschen, ja. Genau, Also und das waren die, die ausgewertet werden konnten. Wir haben fast 3000 Abstriche bekommen bis zu dem Zeitpunkt. ja. Danke, danke, Martin. Genau. Und habe die ausgewertet und dann geguckt, ist denn diese Fragestellung, können uns solche Bürstenabstriche bei der Frage der Veränderungen im Mund da weiterhelfen? Und es wurde mit einem ganz, ganz klaren und sowas von klarem Ja dann beantwortet durch das Paper, was dann veröffentlicht wurde. Also sprich, im April 2020 war es soweit, dass also auch die Welt offiziell erfahren hat durch das Paper von Eunike, Ralf, Martin, dass diese Bürstenbiopsien in Fanconi-Anämie ein sehr gutes, frühzeitiges Werkzeug sind,
um Mundschleimhaut frühzeitig zu begutachten, inwieweit da Veränderungen, und Veränderungen bedeuten ja nicht immer gleich Krebs, da erzählt Leonie gleich noch was dazu, dann zu bedeuten hat. Dann kam sozusagen, war dann das alte Projekt zu Ende im September 2020, und mit Eunike gemeinsam haben wir dann, oder Deutsche Fanconi-Anime-Hilfe und die Eunike gemeinsam und Martin Schramm gemeinsam, haben wir einen neuen Antrag gestellt an den FAF, ein neues Projekt aufgenommen. Unser Plan war eigentlich, die ganzen Besuche und so weiter alles weiter fortzuführen, plus der Analyse der alten Sachen, plus der Implementierung der Bürste oder der Bürstenbiopsie als ein Tool ins Feld. Das sieht man hier an diesen vier Säulen. Das waren, sind sozusagen die Säulen dieses neuen Projektes. Und ja, Eunike, ich lass dich mal. Ja, du hast noch eine Folie. Ah, okay, Implementation and Empowerment, genau. Ja, also diese vier Säulen, das sind also sozusagen die Aufträge, die wir hatten, und was wir nicht machen konnten aufgrund von Corona, war einfach unsere Hausbesuche weiter voranführen. Auch die Treffen gab es in der Zeit nicht mehr, sodass wir uns sehr stark auf das Thema Empowerment konzentriert haben und auch Implementation in the Field. Da haben wir unsere ganze Energie reingegeben. Und was das professionelle Feld angeht, was Implementation in the Field bedeutet sozusagen, wie kriegen wir Ärzte dazu, dass die Bürste auch benutzen als Präventionstool für die Fanconi-Anämie-Betroffenen. Und wir haben dann erkannt, im Umgang mit den Ärzten und dem Erklären, was sie jetzt hoffentlich zukünftig machen sollen, also wir wollen ja sie dazu treiben, dass sie das machen, dass sie noch nicht so richtig verstanden haben, dass wir eigentlich nicht nach Krebs schauen, sondern einfach nur nach Veränderungen der Mundschleimhaut. Also die Aufmerksamkeit darauf zu richten, nicht nach Krebs zu suchen, sondern die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass wir nach frühen Läsionen der Mundschleimhaut suchen müssen. Warum das so ist, Eunike? Ja, das ist dann. Ich habe ja heute schon gesagt, dass wir heute relativ wenig über Krebs reden möchten, sondern über diese Vorläuferläsion. Wir haben ja hier so ein Bildchen gemalt, einfach eine grafische Darstellung. Das soll mal eine normale Mundschleimhaut sein. Also wenn wir jetzt viel über Schleimhäute reden, dann ist es so, dass wenn wir über Fanconi und Krebs reden, muss man wissen, Fanconi-Patienten bekommen nicht überall immer Krebs. Also es gibt Organe, die sind halt häufiger betroffen. Das ist vor allem die Schleimhaut in der Mundhöhle, in der Speiseröhre und im Anogenitalbereich, also im Genitalbereich und im vorderen Teil vom Anus. Aber ansonsten tritt Krebs eigentlich relativ selten bei Fanconi-Patienten auf. Und wenn wir über ein höheres Krebsrisiko sprechen, ist es vor allem in diesen Schleimhäuten. Wir haben ja hier so ein Bildchen gemalt, wie so eine Schleimhaut aufgebaut ist. Hier, da ist ganz normal das Äußere, da ist meistens eine kleine Verhornungsschicht drunter, dann sind dann da die Zellen, und hier dieses Grüne ist die sogenannte Basalmembran. Da sitzen Zellen drauf, die sich immer wieder teilen, und dann erneuert sich diese Schleimhaut von unten nach oben. Es ist total wichtig zu verstehen, wie Krebs entsteht, weil Krebs ist nicht von einem auf den anderen Tag da, sondern es braucht ganz, 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 ganz viele einzelne Schritte, die jetzt hier mal so farblich dargestellt sind. Also hier ist zum Beispiel eine kleine Veränderung in einer dieser Zellen ganz unten, und weil die hier unten sitzt und diese Veränderung bekommen hat, kann die dann halt wachsen und sich ausbreiten. Und zum Glück erkennt das Immunsystem solche Veränderungen, und normalerweise tötet sie dann solche Zellen auch ab. Deswegen ist es ganz wichtig, dass hier dieser Pfeil nicht nur in diese Richtung geht, sondern auch wieder zurück. Also das kann sich auch alles wieder zurückentwickeln. Wenn man einen Pathologe fragt, sich mal solche Zellen unter dem Mikroskop anzuschauen, dann kann er das benennen. Also sowas nennt er zum Beispiel milde Dysplasie. Dysplasie bedeutet eigentlich nichts anderes als, die Zelle sieht ein bisschen anders aus. Und davon gibt es drei Stadien, mild, moderat oder schwer. Und irgendwann kommt dann eine Stufe, wo die Zellen nicht mehr nur dysplastisch aussehen, sondern wo die Zellen schon Krebs sind. Das ist dann hier dieses Rote. Aber die können noch nicht durch diese Basalmembran durchbrechen. Und solange die nicht durchbrechen, gibt es auch keine Metastasen. Das ist halt also so ein ganz auf den Ort, also lokalisiert beschränkter Krebs. Und dann, wenn man halt
weiter wartet, dann entsteht aber aus diesem lokalen Krebs dann etwas, was wir dann halt als invasiven Krebs kennen, wo der Krebs halt überall hinstreuen kann. Und das sind dann Situationen, gerade für Fanconi-Patienten, wo wir nur noch ganz, 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 ganz schwer behandeln können oder überhaupt heilen können. Das heißt, es geht darum, eigentlich diese frühen Stadien zu entwickeln, rechtzeitig zu behandeln, dass es gar nicht hierher kommt. Und diese oralen Läsionen, das Schöne ist, man kann die von außen sehen. Man muss da nicht nur eine Probe entnehmen und unter dem Mikroskop schauen, sondern es reicht auch, einfach mit dem Auge zu gucken. Und wie ich eben schon gesagt habe, hier gibt es ganz viele Stadien, die wieder zurückgehen können, aber es gibt auch so den sogenannten Point of No Return. Also ein Zeitpunkt, wo dieses Zurückgehen nicht mehr geht, wo es dann definitiv nur noch in die eine Richtung geht. Und spätestens diesen Zeitpunkt muss man haben, um Früherkennung zu betreiben, weil sonst ist es quasi sehr, sehr, sehr fortgeschritten und dann ist es Krebs und das ist dann schon keine Früherkennung mehr. Das heißt, orale Läsion oder ein orales Vorsorgescreening bezieht sich vor allem auf diese oralen Läsionen. Und wenn wir Läsionen sagen, dann heißt das einfach eine sichtbare Veränderung in der Mundschleimhaut. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Vorsorge machen auf Krebs, dann ist es eigentlich, hat das eigentlich was damit zu tun, dass wir screenen auf Schleimhautveränderungen. Also wir wollen sehr systematisch diese Mundschleimhaut untersuchen, um Veränderungen zu finden, die man dann abklären kann. Und an dem Zeitpunkt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass wir zwei Vorteile haben, nämlich in diesem präventiven oralen Screening haben wir dann in dieser Suche nach Mundschleimhautveränderungen nicht das, was quasi den Arzt auszeichnet, dass er nach Krebs sucht, sondern wir wollen diese Sachen vorher erkennen und das kann man tatsächlich auch selber machen. Dazu braucht man nicht unbedingt nur sich auf den Arzt verlassen. Und der Vorteil ist, an diesem Punkt ist, dass man zwei Dinge sich zu Nutzen machen kann, nämlich die Zeit und die Sichtbarkeit. Also habe ich jetzt gerade schon ein paar Mal gesagt, dass man solche Veränderungen auch mit dem bloßen Auge sehen kann. Und dass es vor allem nicht von einem auf den Tag kommt. Also es tritt nicht eine Läsion auf, die man jetzt in der Mundschleimhaut sieht und man erschrickt sich und sagt, oh, das ist jetzt sofort Krebs, sondern meistens dauert das. Und man sagt im Allgemeinen, alles das, was man sieht und was nach 3 Wochen nicht abgeheilt ist, das muss oder wieder weg ist, das muss man dann halt systematisch untersuchen. Und wie das geht, das erzählt zum Beispiel auch gleich später noch der Martin und wir zeigen da auch noch ein paar Sachen. Aber wenn wir jetzt sagen, man muss es erkennen, dann kommt man da auf die Frage automatisch, wie guckt man denn da richtig? Und das stellt jetzt die Christine vor. Genau, also wir haben dann mit unseren Erfahrungen von den Ärzten und irgendwie mit unserem Gedanken, dass man den Patienten selbst mit reinholt und haben uns gedacht, da geht noch mehr als einfach sich nur auf den Arzt zu verlassen. Und wir haben dann sozusagen so eine Verbindung geschaffen des oralen Screenings, beide Parteien mit ins Boot zu holen. Du kannst gerade mal weitermachen. Genau, also zwei ergänzende Wege, einmal den Arzt und dann den Patienten. Und zwar einfach sozusagen in einem Rhythmus, so ein bisschen sich ergänzend. Also wir empfehlen ja, Mundschleimhautvorsorge zum Arzt zu gehen, 2-mal pro Jahr. Liegen Veränderungen vor, dann beraten wir ja öfter, 3 bis 4-mal im Jahr. Und so eine präventive Selbstinspektion wäre dann 1-mal im Monat. Das ist unser Plan. Und ganz, ganz, ganz wichtig, es sind jetzt wenig oder ich glaube kaum eigene Erwachsene da, die selbst von Fanconi-Anämie betroffen sind. Damit ist natürlich nicht gemeint, das ist der Spoiler, ist nicht gemeint, dass also man den Arzt ersetzen soll. Das ist ganz wichtig. Okay, wir haben die letzten 2 Jahre, das habe ich vorhin erwähnt, aufgrund fehlender Rundfahrten die Zeit anders genutzt und ich glaube fast sogar viel, viel besser noch genutzt, weil es sehr, sehr nachhaltig geworden ist, unser Programm. Wir haben erstens mal ganz viel Schulungsmaterial für Ärzte entwickelt, über Videos, über das Projekt, wieso, weshalb, warum, wie man es am besten macht, wo man Materialien besorgt als Arzt, wie man das wo einschickt, wie kriegt man von Martin Schramm von der Zytopathologie in Düsseldorf Materialien zum Einsenden der Bürstenbiopsien. Diese ganzen Informationen haben wir auf der Webpage hinterlegt unter fanconi.de/scc.
Und wir haben dann auch im Nachhinein als nächsten Schritt eben dieses Mund-Selbst-Screening entwickelt. Und da haben wir aber noch mehr, was wir euch zeigen wollen. Also da gibt es auch Videos, Materialien und so weiter. Und sehen könnt ihr das auf der Homepage iCare. Also das ist dann konkret dann eben dieses Schulungsmaterial. Wie mache ich das überhaupt? Videos und dann ein Trainingsprogramm, das soll noch folgen. Und die App, die ist im Grunde auch schon so gut wie fast fertig. Die ist gerade in der Beta-Testing-Phase. Also das sind alles so die kleinen Bestandteile dieser Mund-Selbstinspektion. Das haben wir nicht uns alleine ausgedacht. Es war uns ganz wichtig, dass Fanconi-Anämie Erwachsene und Jugendliche, also wir haben eigentlich nur Erwachsene angesprochen, also 18, deshalb Jugendliche, manche, ihr wisst schon, was ich meine. Also mit 18 ist man manchmal dann halt einfach noch jugendlich manchmal, aber wir haben eben auch die ganze Spannweite eben bis ja, Ende 40, Anfang 50 mit dabei gehabt. Also weltweit betrachtet haben wir 60 Erwachsene, die selbst von FA betroffen sind, mit einbezogen in diese ganzen verschiedenen Stadien der Testung. Genau. Und bedanken uns natürlich. Und wir haben jetzt also eins, und es ist so, wir haben gerade gestern die Beta-Testing-Phase eingeleitet von der App. Wir haben da eine Gruppe von 25, 23 Fanconi-Anämie Erwachsenen aus 10 verschiedenen Ländern. Und deren erster Schritt ist jetzt, einen Film anzuschauen, den wir euch heute jetzt auch zeigen möchten. So, ich hoffe, dass das mit dem Film jetzt gut klappt. Wenn man irgendwie nichts hört oder die Übertragung zu schlecht ist, dann bitte eine Notiz. Hängt ein bisschen. Weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir hängt er. Nee, es geht eigentlich alles gut, nur sehr leise. Dann mach ich mal lauter. Also die Vorstufe vom Krebs, darum geht es halt. Also, dass du die frühen Veränderungen noch vor dem Krebs erkennen kannst. Warte, ich kann dir da auch gleich mal was senden noch. Ich weiß, es sieht ganz schön eklig aus, aber sowas hatte ich mal. Und zum Glück, ey, bin ich dann direkt zum Arzt gegangen, was mir so komisch vorkam. Ihm dann auch, dann nahm er so eine Probe und zum Glück war es kein Krebs. Also du fängst oben an, erst da, wo rot ist, dann gehst du zu gelb, dann schaust du bei blau, gehst zu grün auf beiden Seiten
Und dann nur noch einfach den Mund unten, also wieder einfach rot, gelb, blau. Ist eigentlich echt easy. Und die Zunge nicht vergessen. Erst die Oberseite bis hinten, dann die Seiten rechts und links und dann die Unterseite. Also, Mund auf ist natürlich klar. Am besten, du nimmst auch deine kleinen Finger zu Hilfe. Dann erst oben bei Rot, also einmal das Zahnfleisch außen, also natürlich nicht die Zähne, das habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Immer rundum, mit den Fingern einfach die Haut und Lippen so weit hochziehen, wie es geht und gucken, ob du komische Stellen hast. Dann gelb, also innen rundum und jetzt blau, den Gaumen anschauen. Dann beide Backen, der grüne Bereich. Und das gleiche machst du dann mit dem Unterkiefer, also wieder rot, gelb und dann blau. Erst außen rundum, dann innen rundum und auch den Bereich unter der Zunge checken. Am Schluss dann die Zunge, die weit rausstrecken und auf der Oberseite bis weit hinten schauen. Dann beide Seiten, also rechts und links und vergiss die Zungenspitze und die Zungenunterseite bloß nicht. Und dann bist du schon fertig. Was meinst du eigentlich mit komischen Stellen? Wie soll ich denn da was erkennen? Sonst denke ich ja jedes Mal bei jeder kleinsten Unebenheit im Mund, dass ich Krebs habe. Also so wie es bei mir aussah, so soll es natürlich nicht aussehen. Aber genau das war auch damals mein größtes Problem. Auf der Website von Fakuni findest du Beispielbilder, was normal und unnormal sein könnte. Kleinigkeiten im Mund können auch manchmal was bedeuten. Und auf sowas musst du halt einfach achten. Und das fällt dir dann eben erst auf, wenn du diese Mundinspektion machst. Es geht ja um Stellen, die zu Krebs werden können. Also, dass man die ganz früh erkennt. Verbrennungen oder eine aufgebissene Lippe und sowas sollen zum Beispiel nach 2 bis 3 Wochen weg sein. Aber alles andere halt auch. Wenn es noch da ist, ab zum Arzt, um es checken zu lassen. Wenn du sowas entdeckst, zeichne es einfach in die Mundkarte ein. Die ist bei der Anleitung dabei. Und mach ein Foto von der Stelle. Schau nach 2 Wochen nochmal, ob es weg ist. Wenn nicht, geh kurz bei deinem Arzt vorbei, der checkt es dann einfach ab. Danke, Sarah. Hast mir voll geholfen. Ich werde mir Mühe geben, das immer öfter zu machen. Besser den Mund so früh zu kontrollieren, dass der Krebs keine Chance hat. Das sollte ich besser den anderen auch mal in der Gruppe schreiben. Wenn du noch irgendwelche Probleme hast, dann geh einfach auf die Fanconi-Website. Die helfen dir da auch. Also entweder kannst du Leute fragen oder halt einfach nachschauen. Die haben immer total viele Informationen. Übrigens soll es auch bald eine App geben, die rauskommt. Finde ich auch richtig interessant. Da hast du dann nämlich so eine Einleitung und die Karte zum Einzeichnen noch dazu. Und deine Fotos kannst du direkt einfach dazufügen. Dann ist alles super zusammen, wenn du es deinem Arzt melden willst. Ja. Und immer wieder, jedes Mal neu, wenn ich sehe, freue ich mich. Ich finde, das ist uns richtig gut gelungen. Also, Christine, danke auch für deinen ganzen Einsatz an der Stelle, auch mit dem Schreiben und so weiter. Ja, von dem Drehbuch. Ja. Genau, ich denke, gerade jetzt, weil ja in dieser Gruppe heute auch so viele sind mit ganz kleinen Kindern. Und mein größter Wunsch wäre tatsächlich, dass das, bis eure Kinder groß sind, und Jugendliche und Erwachsene sind, dass das alles so selbstverständlich ist, dass ihr euch noch gerade mal so zurückerinnern könnt, was dann einige Jahre zuvor mal, wie es mal begonnen hat. Also, dass es praktisch so ein ganz normaler Weg ist. Wohlwissend, dass es nicht jeder macht, das wissen wir, aber dass
es ist da, das Wissen ist da, es muss halt gemacht werden. Also das wäre mein allergrößter Wunsch. Ich würde gerne was ergänzen, was noch nicht gesagt wurde, zur Beruhigung vielleicht auch. Ist das okay? Kommt noch. Kommt noch. Da kommt noch was. Genau. Mach du, Eunike. Ja, ich denke, wenn wir in die Mundhöhle gucken, dann ist es so, dass wir mittlerweile eine große Routine haben und dieser Color Code, also dieses Farbschema, ist ziemlich hilfreich, wenn man so einfach mal da einsteigen möchte. Weil letztendlich geht es darum, die Schleimhaut anzuschauen und tatsächlich nicht die Zähne. Und diese Mundlandkarte hier, die kann einem da einfach so ein bisschen bei helfen. Und wahrscheinlich das, was der Ralf gerade sagen wollte, das sind jetzt mal so ein paar Punkte, die wir zusammengefasst haben. Also wenn man anfängt, sich in der Mundhöhle mal umzugucken, dann wird man etwas erkennen, dass man häufig Veränderungen sieht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist bei Fanconi-Patienten auch anscheinend etwas häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung. Aber die meisten davon, die kommen und die gehen. Und deswegen ist es so wichtig, die vernünftig zu dokumentieren, also mit dieser Mundlandkarte, dann weiß man ganz genau, wo war das denn? Und mit einem Foto, dann sieht man, wie war das denn? Wie sah die denn aus? Weil das kann sich tatsächlich kein Mensch merken. Und die meisten dieser Läsionen sind nicht eine Vorstufe von Krebs, sondern die haben irgendwie eine ganz andere Ursache. Also eine virale Entzündung, bakterielle Entzündung und auch etwas, was wir sehr häufig sehen, Pilzinfektionen. Das heißt, wenn wir was sehen, ist eigentlich, oder das hat man auch in unserer Studie gesehen von dieser Bürstenabstrich-Sache, dass nur 10% oder knapp 10% der Läsionen, die wir abgestrichen haben, wirklich in Anführungsstrichen besorgniserregend waren. Also etwas, wo es dann noch weiter nachgesorgt werden muss. Und wenn man regelmäßig guckt, dann wird man einfach ein Experte und man kann auch vor allem Dinge früher erkennen und das führt dann auch letztendlich zu einer besseren Behandlung. Ja, das hatte die Christine schon gesagt. Das sind jetzt unsere nächsten Schritte. Die App ist so gut wie, also die ist fertig. Jetzt wird sie nochmal getestet, ob es vielleicht doch noch kleine Holpersteine gibt und dann kann man sie im App Store und im Android Store ganz normal runterladen. Wir entwickeln noch so ein Trainingsprogramm und wir haben jetzt ganz vor kurzem die erste Version eines neuen Fragebogens erstellt, wo es darum gehen soll, den Lebensstil, also wie lebt man, welchen Sachen setzt man sich aus, nochmal ganz klar mit aufzunehmen und zu schauen, ob wir da tatsächlich noch etwas an zusätzlichen Risikofaktoren identifizieren können, was eine Entwicklung hin zum Krebs begünstigen kann. Ja, das waren schon unsere Folien. Ralf, wenn du jetzt an der Stelle, wenn ich da jetzt irgendwas nicht erwähnt habe, dann jetzt gerne reinspringen. Ja, irgendwie scheint sich das trotz 3 Jahren, die wir nicht mehr zusammengearbeitet haben, nicht verändert zu haben, dass der eine schon weiß, was der andere sagen will. Ungefähr so. Ich hätte sagen wollen, du hattest 10% gesagt, die nachher nochmal kritisch angeschaut werden mussten von den Bürstenabstrichen. Und ich habe in Erinnerung, dass wir mal ausgerechnet haben, etwa 5% von den Läsionen, die wir gesehen haben und die wir abgestrichen haben, waren am Ende dann Krebs. Also zum Glück doch ein recht kleiner Teil. Aber umso wichtiger, alle anderen sich gründlich anzuschauen, damit man diese 5% halt nicht verpasst. Genau. Habt ihr Fragen im Moment? Ihr seht, also es geht uns darum, praktisch neben dem anderen Ärztesystem, das wir gleichzeitig parallel und es ist auch viel Arbeit, die Ärzte dazu zu bekommen, nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit eigentlich noch viel schwieriger, die dazu zu bekommen, dass wir einfach praktisch auf beiden Feldern sozusagen versuchen, ja, mit voller Schubkraft einfach das auch umzusetzen. Das sind so jetzt für dieses Projekt die allerwichtigsten nächsten Schritte, die wir gerade machen. Ja, da kam gerade noch eine Frage in dem Chat. Ja, dieser Film ist sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch auf dem YouTube-Kanal der Fanconi-Hilfe zu sehen. Das war jetzt die sogenannte Langversion. Es gibt auch noch eine Kurzversion, wo man tatsächlich nur noch dieses, wie mache ich das denn? Also nicht dieses ganze Geplänkel drumherum und dieses Schreiben, sondern
tatsächlich nur diesen kurzen Videoausschnitt mit der Mundlandkarte und die Animation, wie man dann rumgucken muss. Und der Color Code, der ist tatsächlich nicht irgendwie, das ist eine Region, die besonders kritisch ist. Allerdings muss man sagen, das ist auch etwas, was wir gesehen haben, dass Läsionen, die an der Zunge sind, sind sehr schnell zu erkennen. Allerdings haben wir auch häufiger bei Fanconi-Patienten Tumoren am Zahnfleisch gefunden. Also das nennt man Gingiva, also halt diese Region, wo die Zähne quasi in den Knochen gehen, auch besonders an den hinteren Bereichen. Und das sind Regionen, die man schnell übersehen kann, wenn man da nicht sehr systematisch nachschaut. Also nein, der Color Code hat jetzt keine besondere Bedeutung, aber das Zahnfleisch sollte man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Ich hätte noch eine Frage. Hallo an alle, die mich nicht kennen. Ich bin die Gena aus Berlin und mein Mann und ich, wir haben einen Sohn, der ist 28. Der ist nicht transplantiert und also wir gucken wirklich auch regelmäßig zusammen in seinen Mund hinein. Ich würde nur gerne wissen wollen, ist denn irgendwie für die Zukunft angedacht, nochmal so regelmäßig Bürstenabstriche zu machen, gerade so bei diesen FA-Erwachsenen, sagen wir mal ab 20 oder ab 25 Jahren, wo ja doch die Gefahr immer größer wird, je älter sie werden, dass da was auftaucht. Ist das irgendwie in Planung? Ist das machbar? Also Gena, du warst jetzt quasi ja von Anfang an quasi mit dabei und dein Sohn. Es gibt zwei Bürsten, die wir entnommen haben. Das, wo wir jetzt drüber vor allem sprechen, das sind zytopathologische Bürsten, also Abstriche, die wir von sichtbaren Veränderungen entnehmen. Also das ist quasi nicht wie ein Routinebürsten im Mund, sondern das, wo man ganz genau sagt, da ist eine Veränderung, die ist schon seit mehr als 3 Wochen da. Was ist das? Dann kann man die ganz speziell und gezielt abstreichen. Die Bürste schicken zum Martin Schramm nach Düsseldorf. Das ist eine ärztliche Leistung, die auch von der Kassenärztlichen Vereinigung tatsächlich vergütet wird für die Ärzte, die das machen. Und wir haben auf der Internetseite für die Ärzte eine super detaillierte Anleitung. Die können auch jederzeit uns anrufen, auch den Martin Schramm in Düsseldorf, was genau sie denn machen, wo man diese Bürsten kaufen kann und so weiter. Und das andere, was wir gemacht haben, das war pure Research, also Wissenschaft, wo wir an 6 Stellen in der Mundschleimhaut abgestrichen haben, um diese Mundschleimhaut genetisch zu charakterisieren, weil da sind wir jetzt heute tatsächlich nicht darauf eingegangen. Wir wissen eigentlich nicht ganz genau, warum Fanconi-Patienten dieses erhöhte Krebsrisiko, insbesondere der Schleimhäute, haben. Die zugrunde liegende Fanconi-Anämie, also der Defekt, dass man da keine DNA-Schäden reparieren kann, ist sicherlich das eine, aber da muss sicherlich noch was dazu kommen. Und mit diesen Bürsten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wollen wir herausfinden, ob es spezifische zusätzliche genetische Veränderungen gibt in der Mundschleimhaut, wo man dann vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen besser vorhersehen kann, oder sagen kann, ob da Krebs sich entwickelt, ja oder nein. Also mit anderen Worten, wir bieten weiterhin auch auf den Treffen an, in die Mundhöhle reinzuschauen, diese Abstriche zu machen von sichtbaren Läsionen. Wir werden auch in Zukunft weiter Grundlagenforschung machen, sodass es weiterhin die Möglichkeit gibt, sich bürsten zu lassen. Ja. Danke. Genau, die Katrin hat hier noch eine Frage. Hallo, wir haben vorhin telefoniert, gell? Ich sage jetzt einfach mal Katrin. Vor 2 Stunden haben wir uns noch gesiezt am Telefon. Wir sind ja irgendwie in so einem vertrauten familiären Kreis, dass ich hoffe, das ist in Ordnung, Katrin, da so überschwenke. Du hattest gefragt, dass die Zahnärzte da häufig überfordert sind. Ja, sind sie. Das Alter ist oft sehr jung bei unseren Betroffenen, die Veränderung der Mundschleimhaut haben, und kein Arzt kann sich vorstellen, dass man in so jungen Jahren überhaupt schon Probleme kriegen könnte. Insofern ja, und es ist noch ein ganz großer Lernblock, der da bewältigt werden muss. Also ich bedanke mich auch und freue mich, dabei sein zu können. War ja Glück, hatte ich heute Morgen schon gesagt, und ich bin froh, dass ich jetzt viel drüber lernen kann. Ja, das ist eben meine Angst, dass da, also gefühlt habe ich so das
Gefühl hier ringsum, dass ja, man geht dann einfach auch nicht auf einen ein, weil man so als Hypochonder dargestellt wird. Und da bin ich jetzt, das ist eben dann die Frage, aber wenn man es dann irgendwie gezielt einschicken kann, denke ich, da kann man ja dann auch nochmal auf die Nummer sicher gehen, dann einfach gut zu wissen. Und Katrin ist natürlich in Ordnung. Ist auch nochmal so, auf der Internetseite, da gibt es ja wie gesagt eine Seite für die Betroffenen, also dieses iCare, und dann gibt es da nochmal auch eine spezielle Seite für die Ärzte und Wissenschaftler. Da ist auch tatsächlich nochmal die wissenschaftliche Publikation drauf, auch nochmal so ein Imagevideo, was tatsächlich von der Bundesregierung für Bildung und Forschung mit finanziert wurde. Also so, dass man auch quasi den Kollegen nochmal das alles ein bisschen schmackhaft und in der Sprache, die sie vielleicht sprechen, auch rüberbringen kann. Ja, Ärzte lesen vielleicht nicht ganz so gerne, deswegen haben wir auch dieses Video gemacht. Also da kann man auch zusätzlich nochmal die Ärzte darauf hinweisen, dass es da noch zusätzliche Informationen gibt. Kann ich kurz fragen, Katrin, wie alt bist du? Ich bin 48 und ich habe die Diagnose mir sozusagen letztes Jahr erarbeitet. Bin an Brustkrebs erkrankt gewesen und da wir das in der Familie recht gehäuft hatten, hat man mich zwar dann auf meine Bitte hin genetisch untersucht und erstmal nichts festgestellt und ich habe dann aber weiter